Hallo, hier ist viel Feind, viel Air mit einem Multiplayer-Schlachtkommentar über Shogun 2 Total War. Das hier ist ein One-on-One, die Karte heißt Reisfelder und ich spiele gegen den Spieler Avenging Angel. Und den werdet ihr in Zukunft noch ein paar Mal sehen, also ich werde dann aber mit ihm spielen. Also sollte man sich vielleicht den Namen merken. Dann hier, ich habe eine Einheit Katana-Kavallerie versteckt. Und der Rest meiner Armee besteht aus Lundenschloss Kriegermönche, meine neue Lieblingseinheit. Und dahinter habe ich Nodachi Samurai, 4 Einheiten und auch eine starke Kavallerie, 2 große Garden und einmal Yari-Kavallerie und einmal Naginata-Kriegermönch-Kavallerie. Hier ist die Kavallerie von Avenging Angel. Und zwar hat er 2 Einheiten Yari-Kavallerie, sehr hoch geupgradet und ein Nahkampfgeneral. Hier hat er 3 Einheiten Bogenkriegermönche, alle sehr erfahren. Und davor hat er 2 Einheiten Yari Eshigaru und dahinter seine Katana-Samurai oder Nodachi-Samurai. Ein bisschen von allem. Also wie ihr seht, er hat eine etwas kleinere, aber eine sehr erfahrene Armee. Ja, und er hat hier noch so eine kleine Einheit Yari-Kavallerie versteckt mit 5 Erfahrung, auch nicht schlecht. Aber hoch geupgradete Yari-Kavallerie ist der Grund, wieso ich so gerne große Garde nehme. Und zwar hat die große Garde einfach einen sehr, sehr starken Bonus gegenüber jeder Art von Kavallerie. Also eine unerfahrene Einheit große Garde wird gegen, glaube ich, fast jede Einheit Yari-Kavallerie gewinnen. Egal mit welchen Upgrades. Ja, ich muss jetzt hier einen kleinen Zeitsprung machen, was sehr lange gedauert hat. Hier greift mein Gegner jetzt mit seiner Yari-Kavallerie an und er denkt, oh, was für ein Knall. Er hat wahrscheinlich gedacht, dass ich nicht aufpasse. Aber ich habe hier meine Naginata-Kriegermanns-Kavallerie nach vorne gesendet, um ihn aufzuhalten. Denn ich will nicht, dass meine Lundenschloss-Kriegermönche irgendwie belästigt werden. Die sind sehr, sehr wichtig. Oh, ich liebe diesen Sound. Wie ihr vielleicht wisst, der wurde gnadenlos abgeknallt. Spektakuläre Szene gerade. Ich liebe das. Voll abgeknallt von nächster Nähe. Ist es hart. Ist es hart. Oh. Oh je. Entschuldigung, ich kann mich kaum noch einkriegen. Ich hatte die Szene irgendwie nicht so in Erinnerung. Na, was soll's. Ich habe diese Einheit Naginata Kriegermannskavallerie zwar verloren, aber ich habe die zwar verloren, aber mein Gegner hat eine viel teurere Einheit verloren. Also insofern lohnt sich das auch. Also der Sound, der ist jetzt sehr viel klarer. Ich glaube, das liegt vielleicht auch dran, dass ich, dieser Schlachtkommentar ist an meinem neuen Computer aufgenommen. Und ich hoffe, ihr bemerkt auch den Qualitätsunterschied. Denn das ist jetzt auch in 1080p, wenn ihr wollt, könnt ihr es auch so angucken. Und ich versuche jetzt halt auf größtmögliche Qualität zu setzen. Ja, hier meine Kavallerie, die habe ich ein bisschen zur Seite bewegt und im Wald versteckt. Ich will halt meinen Gegner weiter denken lassen. Er soll halt sozusagen auf mich reagieren und nicht ich auf ihn. Und das ist halt wichtig. Aber gerade die Szene mit dem Lundenschloss Kriegermönchen, nicht schlecht. Hier die gegnerische Yari-Kavallerie. Sie stellt sich eigentlich gerade so auf, also in Erwartung meines Angriffes. Aber so schnell wird er noch nicht kommen. Und auch die gegnerische Armee stellt sich neu auf und diese Sache nämlich, also diese Repositionierung, die benutze ich jetzt, um irgendwie meine Armee schnell nach vorne zu bewegen und dann ihn möglichst auch schnell anzugreifen oder in Reichweite seiner Bogenkriegermönche zu kommen. Und schaut euch einfach mal den Effekt dieser Bogenkriegermönche an. Das ist echt verheerend, diese Feuerpfeile. Es ist sehr, sehr stark und darauf muss man aufpassen. Aber jetzt können endlich meine Lundenschloss-Kriegermönche auch ein paar Schüsse abfeuern. So. Na gut, ich habe jetzt nicht allzu viele Verluste verursacht. Lundenschloss-Kriegermönche, die schießen einfach auf die Entfernung ziemlich unpräzise. Ja, also hier hat der Gegner nochmal angegriffen. Und ich habe eine Einheit große Garde dort reingeschickt. Und ja, mein Gegner hat halt den Fehler gemacht, dass er direkt vor meinem Lundenschloss Kriegermönchen aufgetaucht ist. Und jetzt werde ich halt versuchen, seinen General abzuknallen.
aber ich glaube, ich habe hauptsächlich meine eigene große Garde abgeschossen. Also insofern glaube ich nicht, dass es sich gelohnt hat. Und hier kommt natürlich jetzt, es waren ja berittene Scherzkekse. Ne gut, also die muss ich dann jetzt schnell rausschicken, denn sonst, ich möchte nicht, dass sie von den Yari Ashigaru geplättet werden, deswegen raus da. Gut, ich habe nur 6 Mann Verlust, das geht ja noch. Okay, vielleicht 7. Also auf jeden Fall habe ich die da rauskriegen können. Und derweil richten meine Lundenschlosskriegermönche weiteren Schaden an. Also, wie ihr vielleicht wisst, Bogenschützen sind gegen Kavallerie nicht sehr effektiv, denn die Kavalleristen haben meistens eine sehr gute Panzerung. Aber Lundenschloss-Musketen, die ignorieren jede Art von Rüstung. Also insofern sind Lundenschloss-Kriegermönche sehr viel effektiver gegen Kavallerie. Aber hier seht ihr den Effekt von guten Bogenkriegermönchen. Hier diese Einheit Bogenkriegermönche, die wird total zerstört. Also, und als nächstes sind meine Nodachi-Samurai dran. Und diese Nodachi-Samurai, die werde ich gleich nach vorne senden, aber die... Es ist schon unglaublich, was die für eine Moral haben, dass sie das noch alles ausgehalten haben. Wie ihr seht da hinten, ich habe bereits mit meiner Kavallerie angegriffen. Ich habe das halt gemacht, um meinen Gegner abzulenken. Und hier greife ich mit meiner Katana-Kavallerie an, die, wie ihr wisst, sehr stark im Nahkampf ist, vor allem gegen Katana-Einheiten. Und hier sende ich die voll in die Bogenkrieger-Mönche rein und ich habe ja... Ja, das waren gerade die Nodachi-Samurai. Und die sind bis auf den letzten Mann niedergemacht worden. Also, ein ehrenhaftes Opfer für die Katana-Samurai. Für die Katana-Kavallerie, die jetzt freie Bahn hat. Mein General ist jetzt in Wagemut. Und ja, ich habe jetzt geschafft, meine Kavallerie hinter seinen Linien zu positionieren. Und dann bewege ich mich jetzt nach vorne und werde Avenging Angel angreifen. Ich habe halt meine Lundenschlosskriegermönche ziemlich gut aufgestellt, um ihn um all seine Einheiten direkt unter Feuer zu bringen. Na, das Problem ist, ich schieße auch ein bisschen zu sehr meine eigenen Einheiten an. Und ja, darauf muss man halt sehr aufpassen, dass man wirklich so wenig wie möglich die eigene Einheit vor sich hat. Denn die Verluste, die man dadurch erleidet, stehen irgendwie nicht im Verhältnis zu dem Moralverlust, den die gegnerische Armee erleidet. So, meine Kavallerie, sie setzt jetzt diesen Bogenkriegermönchen nach. Und die Katana-Samurai meines Gegners versuchen, durch meine Lundenschloss-Kriegermönch-Linie durchzubrechen, aber ich werde sie noch aufhalten können. Und jetzt werde ich irgendwie nur noch versuchen, den gegnerischen General zu erwischen. Auf welche Weise auch immer. Denn er ist praktisch die letzte kampffähige Einheit. Und es sieht hier irgendwie so aus, als wollte er mich angreifen, aber ich kann noch mit meiner Katana-Kavallerie dazwischen. Und ja, jetzt verlässt ihn auch die Moral. Ja, und jetzt fliehen praktisch alle gegnerischen Einheiten. Diese Yari Ashigaru sind zurückgekommen und direkt vor meine Lundenschloss-Kriegermönche. Und jetzt werden sie richtig abgeknallt. Oh je, die Armen. Also, die Schlacht wäre größtenteils gewonnen, aber meine Armee besteht kaum noch. Also, Avenging Angel, richtig, richtig gut gespielt. Und ja, wie ihr seht, ich habe auch selber kaum noch Einheiten übrig. Und Blücher-San, ja, der ist über den Sieg froh, aber hat schon ziemlich viel Einsatz gekostet. Ja, zunächst einmal habe ich eine neue Einheit Lundenschloss-Kriegermönche. Das werden jetzt meine dritte schießende Scherzkekse. Und dann gucken wir uns die Ergebnisse an. Also ich finde, die Ergebnisse sind sehr ausgeglichen. Wir haben praktisch genau gleich viele Verluste, auch weil er mehr aufgestellt hat. Dann nochmal danke für ihn für die gute Schlacht. Und dann, ja, ich hoffe, die Schlacht hat euch gefallen. Und nicht vergessen, kommentieren und abonnieren. Tschüss.